Geliebter Mensch, schließe nun deine Augen und gehe mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit hinein. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und entspanne dich mit jedem Atemzug mehr und mehr. Lasse los von dem Alltagsgeschehen und sei dir ganz bewusst, dass du nun eintrittst auf deine spirituelle Ebene, dort, wo Herz und Seele vereint sind. Und mit deiner Absicht öffnet sich nun dieses Feld deiner persönlichen spirituellen Ebene und du trittst ein in dein Seelenbewusstsein. Dein Seelenbewusstsein trägt die Weisheit all deiner Inkarnationen. Es trägt die Weisheit aus Gottes Gedankenfeldern und öffnet sich dir jetzt in diesem Moment. Vielleicht spürst du, wie die Energien sich verändern. Diese, man kann fast sagen, elektrische Aufladung, welche so stark spürbar ist, dass du sie fast mit deinen Händen greifen kannst. Dieser Zustand ist genau jetzt in diesem Moment der richtige, denn du wirst eine Botschaft der Torhüter vernehmen. Und so versuche, deinen Energielevel zu halten, währenddessen die Worte der Torhüter nun zu dir gelangen. Einströmt die große Liebe, das helle Licht der Allwissenden, der mächtigen, lichtvollen Torhüter der Dimensionen. Geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch, du bist heute hierher gekommen, um deine Energie zu erhöhen, um herauszufinden, welches Tor sich nun für dich öffnen wird. Du bist hierher gekommen, um das Licht in dir zu vergrößern und das Licht im Außen zu vergrößern. Die Voraussetzungen der Selbstliebe, des Friedens trägst du in dir. Und all dies wirst du in der Urkraft deines Seins finden und verstärken können. Aus diesem Grunde nun führen wir dich zu der Urkraft des Lebens, deines Seins. Und wenn du bereit bist,
dort hinein einzutauchen, dann gib uns bitte ein stilles Ja, welches du mit deiner Seele sprichst. In dem Moment öffnet sich das Tor zu deiner Urkraft, zu deinem persönlichen Sein. Tauche hinein in diese Energie. Und fühle, wie sie dich mit Liebe und Licht umgibt. Und fühle, wie du hier zu Hause bist. Die Urkraft deiner Seele. Es kann sein, dass sie sich in einem Bild dir zeigt, in einer Person. Oder in einem anderen Bild. Alles, was du wahrnimmst, ist richtig und gut. Und möglicherweise empfängst du einen Schlüssel. Einen Schlüssel, welcher dir die Tore in die höheren Dimensionen öffnen kann. Und so nimm dieses Geschenk entgegen. Es ist ein Geschenk aus der Wirklichkeit. Und es ist immer dann zur Verfügung, wenn du diesen Schlüssel benötigst. Trage diesen Schlüssel in deinem Herzen, mit dem Wissen, dass wenn du den Seelenraum in deinem Inneren betrittst, der Schlüssel für dich verfügbar sein wird. Und nun probiere einmal, diesen Schlüssel in das eine Tor hineinzustecken, welches sich dir jetzt zeigt. Probiere es aus und tritt einfach durch das Tor hindurch. Alles, was du wahrnimmst, entspricht deiner Wirklichkeit. Und der Satz, der heute für dich wichtig ist, er heißt: Glaube an dich selbst. Vertraue in die Liebe, dann wird alles gut. Mit diesen Sätzen begleiten dich deine Seele und dein Herz wieder in deine Dimension. Der Schlüssel bleibt bei dir. Dieses Geschenk ruht in deinem Seelenraum. Und die Torwächter, die Hüter und Wächter der heiligen Tore, wir verneigen uns vor dir, denn wir haben das Glänzen in deiner Seele gesehen und wir wissen, dass du wiederkommen wirst und wir erkennen dich, denn dein Schlüssel, er wird leuchten, genau in der Farbe,
welche das Tor öffnet, was für dich das Nächste sein wird. So verneigen wir uns voller Achtsamkeit vor dir und du kommst in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Ihr Allerliebsten, ihr habt die Sätze gehört. Glaube an dich selbst. Glaube an die Liebe und an das Licht. Und du wirst diesen Weg mit uns allen zusammen gehen. Ich bedanke mich für diese wundervolle Botschaft und ich bedanke mich auch für dein Licht. Wer mag, kann mir unten in den Text reinschreiben, was ihr in diesem Tor wahrgenommen habt, als ihr da durchgegangen seid. Ich stelle mir vor, dass jeder ein besonderes Erlebnis hatte. Für mich war es so unbeschreiblich schön. Und dieser Schlüssel, dein wundervolles Geschenk, ihr Lieben. Wenn du noch mehr solche schöne Botschaften hören möchtest, dann darfst du mich gerne abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.